Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin gerade in einer Höhle und ich zeige euch die Höhle nicht, weil ich das nicht will oder so, aber ich bin gerade auf dem Weg zu einem Steinbruch. Den werde ich euch dann zeigen und ich werde euch dann auch noch wahrscheinlich eine Höhle zeigen. Und ja, ich entschuldige mich schon im Voraus, dass keine Vlogs mehr gekommen sind. Es werden bald wieder Vlogs kommen und zwar jeden Tag. Aber jetzt wollte ich irgendwie nicht, deswegen sind auch keine mehr gekommen. Und ihr werdet dann sehen, wann wieder welche kommen. Und ja, wir sehen uns dann wieder entweder bei einer Höhle oder bei einem Steinbruch. Also bis dann. So Leute, hier ist mein Rucksack und ratet mal, was ich gefunden habe. Ja, ein Feuerwehrfahrzeug. Selbst zusammengebaut. Hier. Und ja, der Motor ist natürlich nicht mehr drinnen. Hier. Aber ich finde das halt richtig schön. Und ja, die Reifen sind groß und jetzt wird es ein bisschen ruckeln, aber bitte haltet das aus. Oder wir sehen uns wieder, wenn ich aufgeklettert bin. Ich bin jetzt auf dem Truck und auf der hinteren Ladefläche sind halt die Metallrohre, Metallstützen und ein bisschen Holz da hinten. Und ja, da ist das Dach ziemlich verbeult und wir sind halt hier. Das sind alte Tore, Ziegelsteine und mehr will ich euch dabei noch nie verraten. Aber ja, wir sehen uns wieder, wenn ich im Anhänger drinnen bin. So Leute, ich gehe jetzt rein. Und dann drinnen mache ich einen Cut. Also dann später. Und ja, also es wird jetzt ein bisschen ruckeln. Ich stelle euch oben ab. Und ich hoffe, ihr könnt mich dann sehen. Wenn nicht, dann nicht. Also ja. Ich hasse es.
schief ist. So. So, sorry, dass jetzt ruckelt. Ich setz mich hin. Und ja, da ist das Lenkrad, kann man auch noch bewegen. Hier war der Blinker. Hier seht ihr die Anzeigen. Hier. Und hier war mal das Radio oder der Funkgerät. Hier ist die zweite Tür, kann man nicht aufmachen, weil es hängt. Hier bei der Lüftung. Hier die Handbremse. Kann man sogar noch bewegen. Und hier sind halt die Gaspedal, Bremse, Schaltung. Aber ich kenne mich nicht so gut aus. Ja. Hier sind noch Metallrohre. Und ich glaube, die haben die nicht professionell gebaut. Ich glaube, die Sitze wurden rausgenommen und dann hat irgendjemand da gedacht, wir bauen da sowas hin. Ja, wir sehen uns dann wieder nach dem Cut. So Leute, sorry, falls ich jetzt leise bin, ich weiß jetzt nicht, ich rede extra lauter. Und ja, ich sitze gerade im Feuerwehrfahrzeug. Und ich finde das nice, weil ich noch nie ein verlassenes Fahrzeug gesehen, weder gesehen noch war ich drinnen. Und deswegen freue ich mich und ich freue mich auch, dass ich jetzt die Kamera mit habe, also Handy mit habe. Und ja, man kann all das Lenkrad ein bisschen bewegen. Da blinkt er nicht, wie ich euch schon gezeigt habe. Und ja, jetzt war es auch genug mit dem Feuerwehrfahrzeug. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich wahrscheinlich in der Höhle bin. Werdet ihr dann eh sehen. Also bis gleich. Man sieht jetzt nicht mich, weil man nicht die Taschenlampe einschalten kann, wenn die Frontkamera aktiviert ist. Deswegen muss ich jetzt in jedes Stückchen reingehen, weil die Taschenlampe vom Handy ist ja auch nicht die beste. Und ja, hier ist eine Riesenhöhle. Ich zeige euch alles noch ganz genau. Hier ein paar Meter, 5 Meter, wenn nicht mehr oder weniger, ist hier überall. Und da üben halt die Feuerwehrmänner, die Feuerwehrfrauen, Einsätze wie, da zünden sie was an, hier, und da müssen sie löschen, oder, ja, da ist halt nichts, nur so eine kleine Höhe, da ist eine Palette, aber nicht angezündet, hier geht es ein bisschen tiefer rein, aber wurde auch nur was angezündet da hinten. Und ja, da hat schon wieder irgendjemand E-Beams, der Geist von Hogwarts hingeschrieben. Und da üben sie wahrscheinlich Tür aufmachen und so. Und hier eingraviert. Falls ihr wisst, wo das ist, könnt ihr auch gerne herkommen. Und ja, da ist halt ein kleines Gestell und da ist halt da oben irgendein Metallverstrebung oder sowas und auf der Seite auch große Tür da drinnen, wahrscheinlich da unten ist auch was, aber ja. Wenn man in einer anderen, also wenn ich in einer anderen großen Höhle bin, melde ich mich wieder, also bis gleich. So Leute, ich bin jetzt bei einer Höhle und ja, das ist halt so wie ein Torbogen hier. Und da geht's halt so. Oder Mika. Ja. So eine kleine Kammer. Da oben, der schwarze, ist eine Fledermaus.
Das hier ist eine Fledermaus. Und ja. Ich gehe jetzt raus und ja, wir sehen uns dann irgendwo wieder. Bis gleich. So Leute, das war's für dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war mal was ganz anderes, weil für mich war das auch ein neues Erlebnis, ein kaputtes Auto. Und ja, auf jeden Fall, ich danke euch sehr fürs Zuschauen und ja, schaltet das nächste Mal gerne an, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis dann, bleibt schlau und ciao, ciao. Look.